So, dann gucken wir doch mal, wo es jetzt hier weitergeht, ne? Wenn ich nur schnell genug renne, komme ich da durch. Oha. Das schlumpft keinen Sinn. Und der Durchgang, den Kok-Tok-Tok für mich gemacht hat, ist auch noch verschlossen. Irgendwas stimmt hier nicht. Freunde, hört ihr mich? Ich kam bisher noch nicht ins Schloss. Alle Eingänge sind versperrt. Ich muss zur Küche schlumpfen, um von außen hineinzukommen. Aber war die nicht im obersten Stockwerk? Ja, aber ich kann die Felsen hinaufklettern, um da drauf zu kommen. Sei vorsichtig. Das sieht sehr gefährlich aus. Mach dir keine Sorgen, Papa Schlumpf. Das wird ein Kinderspiel. Ah, jetzt. Das ist ziemlich hoch. Ich sollte auf den Pilz da sprinten, um mehr Schwung zu bekommen. Sprinten? Ah! Okay. Alle hopp und hopp. Verstehe. Hopp, hopp, hopp. Und hopp. Alle hopp. Hey, weg mit dir. Nein! Die Verseuchung greift rasend schnell um sich. Sie steigt schneller an, als ein Soufflé aufgeht. Ich muss die Abflussrohre aufschlumpfen, um die Herzen zu heilen. Dann hört das auf. Okay, da komme ich nicht hin. Alles klar. Und hopp. Ah. So, und jetzt? Ah. Hallo, Leute.
Leute, seid ihr da? Ich glaube, ich habe eine Möglichkeit gefunden, in die Küche zu schlumpfen. Du willst über die Außenwände gehen, richtig? Ja, ich muss in die Luft springen und nach oben schlumpfen. Sei vorsichtig, Kochschlumpf. Brich dir nicht den Schlumpf. Keine Sorge, Papa Schlumpf. Bis später. Na schön, jetzt wird mir der Schlumpfgleiter sehr helfen. Gut, dass ich keine Höhenangst habe. Okay. Oh, Maya! So ist das hier also. Uaha. Jetzt mal hier diese komischen blöden. Au, 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 au. Weg. Einfach zu wenig Schlumpfpower. Schick. Die Verseuchung etwa hineingeschlumpft? Das würde erklären, warum keiner hier ist. Bei meinem letzten Besuch war hier alles voller Kochlehrlinge. Diese Plattformen sind so brüchig wie alte Kekse. Hopp und hopp. Ja! Nein! Warum komme ich denn nicht da oben durch? Ich dachte, wenn ich meinen Fuß benutze, geht das. Danke. Soll ich hüpfen, ja? So. So, finde der Eingang ins Schloss. Ein seltsamer Ort. Das muss der Lagerraum des Schlosses sein. Irgendwo weiter oben muss es noch einen Ausgang geben. Weiter oben?
Ah, hier sind Stufen. Einfach der Spinne hinterher. Großartig und hopp. Leute, ich habe es geschafft. Ich sehe das Ende der Mauer, ganz da drüben. Ich muss zugeben, ich mache mir etwas Sorgen. Die Verseuchung hat sich überall ausgeschlumpft. Sie sieht scheußlich aus, wie klumpige Vanillesoße. Meinst du, das könnte... eine Pestfalle sein? Ja, sie muss sich innerhalb des Schlosses befinden. Das würde erklären, warum sie sich so sehr ausbreitet. Also gut, ich muss los. Ich melde mich später wieder. Gehen wir mal hier hoch. Ah! Das ist das erste Mal, dass Kok-Tok-Tok nicht da ist, um mich zu begrüßen. Ob hier wohl noch irgendwo Menschen sind? Erschein? Nee. Ui! 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 Endlich ein Ort, den ich wiedererkenne. Der Terrassenbalkon. Aber hier standen doch sonst immer Tische und Stühle. Und jetzt liegt hier nur noch alter Müll herum. Wie konnten Kok-Tok-Tok und seine Schüler hier nur ein solches Chaos hinterschlumpfen? Aber darüber können wir später nachschlumpfen. Weiter jetzt. Irgendwo muss es hier einen kleinen Eingang für mich geben. Thank you.
Okay, ich habe die Außenmauer erreicht. Jetzt ab in die Küche. Die ist im großen Hauptturm. Man kann ihn von hier aus schon sehen. Er ist nicht zu verfehlen. Sieht aus wie ein zerkrümelter Keks. Ich habe keine Wahl. Ich muss über diese Kluft schlumpfen und dann rübergleiten. Was ist denn hier? Fehlt doch was. Okay. Ich sehe eine Pestfalle vor mir. Sie ist geschlossen. Da muss etwas oder jemand drin sein. Heiliger Schlumpf, das bestätigt unseren Verdacht über die Verbreitung der Verseuchung. Schlaubi, geh schnell nachsehen, ob irgendwelche Schlümpfe verschwunden sind. Oh je, das wird ewig dauern, die alle zu zählen. Ich lege auf. Ha. Ich muss eh darüber, ne? Verdammt. Ah, das muss der Keller sein. In den Fässern scheint Schlumpfbeerensaft zu sein. Die Schlossköche haben ihren Vorrat aufgefüllt. Mal sehen, ob der Saft aus den verseuchten Schlumpfbeeren gemacht wurde. Hop.
Okay, das ist meine Chance. Ich muss so schnell rennen, wie ich nur kann und Eddys Rekord brechen. Aua! Du sagst es, aua! Ei! Hilfe! Denn da? Hallo. Hab ich was vergessen? Eben? Nee, ne? Ich dachte, ich hätte noch irgendwo so eine. Und hopp!